Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Salt and Sanctuary. Beim letzten Mal, ja, sind wir als alternder Ritter auf unsere letzte Mission gestartet, die Prinzessin über das Meer zu bringen, damit sie dort, wenn ich mich richtig erinnere, eine Hochzeit vollziehen kann, die den Krieg beenden soll. Aber ja, die Prinzessin wurde entführt und wir müssen jetzt versuchen, die Prinzessin wiederzufinden. Und wir schauen mal, ob wir das nicht irgendwie hinkriegen und gucken uns erstmal so ein bisschen hier weiter um. Noch ein Steinschmied. Ich müsste irgendwann mal wieder zu diesem Altar zurückkommen, damit ich leveln kann und wahrscheinlich auch Zeug kaufen kann, wenn ich schon diese ganzen Steinschmiede habe. Ich könnte natürlich einfach zurücklaufen, aber gucken mal. Wir gucken mal, wohin uns diese ganze Geschichte hier führt. Zum durchtränkten Ritter auf jeden Fall. Das ist ja schön, das geht ja gut los. Okay, er macht da erstmal nicht so viel Schaden. Okay, ich brauche ein bisschen Ausdauer. Alles klar, okay, Ausdauer regeneriert sich aber recht flott. Okay, da muss ich noch ein bisschen gucken. What? Okay, ich brauche dringend mal was zum Heilen. Danke, dass du mir die Zeit lässt, Kollege. Jetzt habe ich's. Einfach ein bisschen Abstand gewinnen, ist, glaube ich, das Bessere. Dem kann ich einfach ausweichen. Ich glaube, Abstand gewinnen ist hier tatsächlich ganz gut. Man macht da gleich seinen Sprungangriff. Und dem kann man leicht ausweichen. Sehr schön, okay. Dem ist auch einfach auszuweichen, wenn man nicht gerade direkt neben ihm steht. Zack, zack. Daneben, mein Freund. Okay, keine Ahnung, was der hier macht. Ich hoffe mal, dass das alles so ein bisschen noch geklärt wird, wie zum Beispiel in einem Dark Souls dann. Uha, Alter, wie der mich aber auch gleich sonst wie weit rüber schleudert, ne? Na komm. Daneben, Freundchen. Du hast doch keine Chance gegen mich. Ich habe schon viel mehr in meinem Leben gesehen, als du je könntest. Oh, fuck. Wenigstens kann ich hier nicht rausfliegen. Erstmal auf die andere Seite. Ich überlege gerade, ich will mal gucken, wie viel das macht tatsächlich. Oh, das heilt sehr langsam. Das ist wie die Lebenssteine aus Dark Souls 2, ja. Alles klar, weiß ich das schon mal. Och, Mist, voll reingerollt. Ich weiß noch nicht so ganz, ob es hier auch so eine Unverwundbarkeitsframes gibt es tatsächlich. Er wird auf jeden Fall, sieht ein bisschen böser jetzt schon so aus. Ich glaube, der wird ein bisschen aggressiver, kann das sein? Das war nicht so gut geheilt. Na, jetzt wird es ein bisschen tricky hier. Der ist, glaube ich, jetzt ein bisschen aggressiver schon. Ich krieg das da nicht, noch überhaupt nicht hin so richtig. Ich komme auch nicht so richtig an ihm vorbeigerollt, habe ich das Gefühl. Er ist jetzt auf jeden Fall deutlich aggressiver. Ich glaube, das ist so eine Art zweite Phase. Geht das ewig weit? Nee, okay, ich kann einfach auf die andere Seite laufen. Was? Ich bin doch... Boah, ich glaube, hier gibt es nicht so eine Unverwundbarkeitsframes, kann das sein? Ah, ich muss halt echt genau rollen. Und weg. Alter, ich habe keine Ausdauer, das ist doch doof gerade. Trink. Und mal gucken, ob wir uns noch heilen können. Nein! Okay, ich bin tot. Okay, obliterated. Hat 1007 Salz. Ja, okay. Okay, okay, okay. Der geheimnisvolle Kleriker belebt euch für 65 Gold wieder. Das heißt, der nimmt mir das Gold dann ab und das kriege ich nicht wieder. Okay, also an sich ist der machbar. Ich muss halt bloß noch ein bisschen damit klarkommen. Sag ich mal, wie das Ganze hier funktioniert. Warte, ich musste weiter hoch, ne? Wie das mit dem Ausweichen funktioniert. Es gibt nicht so, also es gibt wahrscheinlich auch Unverwundbarkeitsframes, aber ich bin noch nicht so ganz da drin. Das war direkt in so einem Kampf starten, ist schon mal interessant. Der durchtränkte Ritter. Ja, ich meine, der Anfang sollte ja jetzt einfacher werden. Ich glaube, er wird dann echt ein bisschen aggressiver mit der Zeit. Ja, er kriegt auf jeden Fall blaue Augen. Ach, und das zeigt, glaube ich, dass er mein Salz geklaut hat, ne? Da komme ich halt überhaupt nicht durch. Okay, ich kann an ihm vorbeirollen, genau in dem Moment, wo er angreift. Gut zu wissen.
Was? Ich bin doch drüber gerollt. Ich raff noch nicht. Ja, ich könnte auch einfach springen. Es gibt doch hier ein stinknormales Springen. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Ich glaube, hier soll man einfach springen. Ja, das ist der Trick. Ich hab jetzt zu sehr Dark Souls-mäßig gedacht. Man kann ja hier einfach springen. Da hat er mich trotzdem getroffen. Okay, ich bin noch nicht so ganz sicher. So, trinken wir erstmal was. Ich habe es noch nicht so ganz raus, muss ich ganz klar sagen. Was denn? Ich bin doch da... Ich raff das mit den Rollen noch überhaupt nicht. So, zack. Zack. Habe ich jetzt Salz zurückgekriegt? Ja. Ich raff das mit den Rollen überhaupt nicht. Das ist ja schrecklich. So, ich nehme mal sowas. Was, da hat er mich noch getroffen? Das gibt's doch nicht. Ja, jetzt habe ich's. Ach was, gleich ein direkter Gegenangriff. Come on, Junge, come on. Bist du noch gar nicht in dem anderen Modus. Okay, das kriegen wir aber hin langsam. Hep. Zack. Zack. Daneben. Okay, jetzt hat er blaue Augen. Jetzt wird er ein bisschen sauer, glaube ich. Okay, er greift dann auch wenn ich an ihm vorbeiheule, trotzdem in dieser Richtung weiter an. Das ist gut, das kann ich ausnutzen. Okay, und hier macht er jetzt einen Konter direkt danach. Sehr schön. Was? Oh, manchmal, ne? Und zack, okay. Was? Jetzt dreht er sich doch um. Warum ändert er das auf einmal? Unfair. Okay, ich komme dann aber auch nicht weg. Ich kann nicht so schnell nacheinander rollen. Okay, jetzt macht er da weiter, alles klar. Ich muss ein bisschen aufpassen, einfach nur. Die Musik ist aber ganz geil. Dann mach doch mal was. Sehr schön. Wow. Ach, warum? Er ändert sein Pattern gerade sehr stark, was es mir schwer macht. Hier, friss das. Er ändert sein Pattern echt gerade sehr stark. Man hat kaum Zeit. Man hat kaum Zeit anzugreifen überhaupt. Er greift halt sehr stark sehr viel an. Alter, selbst da greift er nochmal an. Oh, okay, der ist echt nicht schlecht. Ich bin schon am überlegen, ob ich es vielleicht mache wie beim... Ich frage mich, wenn ich kein Gold mehr habe, belebt er mich dann nicht mehr wieder? Das wäre echt schlecht. Ich bin schon am überlegen, ob ich es schneide. Ich hoffe, man braucht nicht... Also, dass man nicht, wenn man kein Gold mehr hat, nicht mehr wiederbelebt werden kann. Das wäre schlecht. Ich meine, ich habe noch ein bisschen was, so ist es nicht. Aber trotzdem, das wäre nicht ganz so schön, ne? Ich meine, ich habe ihn so mehr oder minder raus, bloß in zweiter Phase sind seine Angriffe einfach momentan noch sehr... Ja, gibt es noch echt viele. Also, was heißt viele? Er macht halt viele nachfolgende Angriffe momentan, was es schwer macht. Vielleicht sollte ich mal versuchen zu blocken oder so. Was denn? Ich bin doch ausgewichen. Ey, das gibt's doch überhaupt nicht. Okay, nehmen wir den. Jetzt noch in Phase 1. So. Zack, zack. Okay, es gibt auf jeden Fall keinen... Ach Mensch, ich komme aber auch nicht richtig an ihm vorbei. Es ist super dämlich. Nur wenn er über mich drüber springt. Das macht es gerade echt noch ein bisschen schwer, muss ich sagen, dass man nicht einfach an ihm vorbeigehen kann. Dass man quasi aufgehalten wird. Ja, mal gucken. Okay, ich kann ihn auch einfach blocken. Ist aber auch nicht so die beste Idee, glaube ich. Ach ja, und wenn ich block, wenn ich den Schild habe... Ah, Mist, das war eine dumme Idee. Wenn ich den Schild habe, habe ich ja nicht mehr die... Mensch! Habe ich ja nicht mehr die, die Fast Roll... Okay, Ausdauer. Aua. Mal kurz weg von ihm.
Da hätte ich auch gar nicht ausweichen müssen. Da kommt er ja niemals zu mir. Ich kann mal kurz was trinken. Zack. Der hat eine Reichweite, der Typ, ne? Vielleicht hätte ich da springen sollen. Ich weiß nicht, ob ich noch theoretisch noch eine weitere Rolle kriegen kann. Komm ran, komm on. Okay. Wir warten mal, bis er nochmal den Blitzangriff macht. Den kann ich locker einfach ausweichen momentan. Oh, was? Ach ja, manchmal macht er da ja eine Folge. Ach Mensch. Ich weiß nicht, ob es sich überhaupt lohnt zu heilen. Das geht so langsam. Manchmal macht er einen Folgeangriff, manchmal nicht. Es ist echt schwer, das rauszufinden. Komm. Oh, die Reichweite ist auch so super schwer einzuschätzen, finde ich. Und tot. Geil. Ich glaube, wir machen hier schon mal den ersten Schnitt. Das heißt, ich werde wieder zusammenschneiden, wie ich sterbe, und werde dann mal gucken, wann ich denn den Typen mal geschafft kriege. Ich meine, ich kriege ihn immer ungefähr auf die gleiche Menge zurück. Es ist eine Frage der Zeit, nur bis ich irgendwann mal das Pattern so raus habe. Ich hoffe bloß, dass mir das Gold vorher nicht ausgeht. Ansonsten muss ich wahrscheinlich Gold farmen gehen. Was auch ein bisschen nervig wäre. Mal gucken. Na gut, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich es geschafft habe. Ne, ihr kennt das ja. Wer Dark Souls kennt, kennt das ja. Also meine Dark Souls Let's Plays. Yes. Direkt beim ersten Versuch jetzt geschafft. Meine Güte. Also ich muss halt sagen, er macht halt an einem bestimmten Punkt Vanquished. er macht halt an einem bestimmten Punkt, ist er super aggressiv, was es echt schwer macht, wie ich finde. Aber okay, wir haben es hingekriegt im Endeffekt. Ein bisschen oft gestorben, finde ich. Vielleicht hätte ich, ich glaube fast, dass die Idee wäre gewesen, wenn ich den Schild noch ein bisschen sinnvoller genutzt hätte, wäre das, glaube ich, nochmal ein bisschen besser gegangen. Aber irgendwie, keine Ahnung, hatte ich Bock, einfach... Ja, ich sag mal, zu rollen. Die Frage ist jetzt, was habe ich jetzt davon, dass ich den Typen besiegt habe? Irgendwie nichts. Also, ja, wir haben ihn jetzt besiegt. Das ist ganz toll. Und wir haben dafür Salz gekriegt und Gold. Das heißt, der komische Kleriker kann mich ab und an nochmal ein bisschen wieder auffüllen. Aber so richtig, was das jetzt gebracht hat, weiß ich nicht. Ich habe Haufen von meinen
Sachen verbraucht. Ich müsste mal halt wieder zu diesem Anfangsschrein zurück. Ich habe aber überhaupt keine Ahnung mehr, wo das eigentlich hingeht damit. Achso, da ist ein Zombie. Ja gut. Ich kann mal hier runterklettern. Achso, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Guck mal, jetzt kann ich hier auf jeden Fall schon mal was aufmachen. Da ist noch was anderes. Flicken. Was ist denn ein Flicken? Also, in diesem Bereich hier, was ist denn ein Flicken? Da. Klasse 1 Gebet, Fokuskosten 40. Stellt HP wieder her und lindert Wunden. Zerbrochene Knochen, zerschlagenes Fleisch und gerissene Arterien sind Dinge, die kein Umschlag oder Kräutermixtur heilen kann. Doch göttliche Wundsorge kann das, das gebrochen wurde, wieder heil machen. Ich frage mich jetzt, was das für ein Typ eigentlich war, gegen den ich bekämpft habe. Das fehlt mir jetzt irgendwie noch so ein bisschen. So eine Info, wer das eigentlich war. So, was ich jetzt aber ganz gerne möchte, ist eigentlich erstmal wieder zurückgehen zu diesem... Wenn ich jetzt noch wüsste, wo es dahin zurückging. Da oben ist auf jeden Fall noch was. Und ein bisschen leveln. Ein bisschen leveln wäre ganz nice. Aber man kriegt, also man kann im Notfall Gold farmen, dass man... Ich frage mich bloß, was passiert, wenn man stirbt und man hat kein Gold mehr. Ich meine, es kann ja nicht sein, dass man dann... Oh, fuck. Das war der. Es ist manchmal echt schwer, hier durchzukommen. Was passiert, wenn man kein Gold mehr hat? Weil, die können ja nicht sagen, du kannst dann, ist dann das Spiel vorbei direkt? Das wäre echt blöd, dann müsste ich nämlich echt aufpassen, dass wenn ich auf einen Boss treffe, ich genug Gold habe zum Wiederbeleben. Boah, wie viele stehen denn hier wieder auf? Ich will doch nur zurück, Leute. Ich meine, man, oh, eines verrotteten Wandlers. Das würde mich jetzt auch gleich mal interessieren, was das ist. Wenn jetzt hier mal Ruhe gibt, wenn die jetzt mal endlich Ruhe geben hier. War das nicht hier irgendwo die Kathedrale, zu der ich wollte? Ah, er kann mich da durchtreffen. Okay, ich dachte, vielleicht könnte ich mich dahinter verbergen, aber das zählt hier scheinbar nicht. So, warte mal. Ohr eines verrotteten Wandlers? What the fuck? Schlüssel? Festungsschlüssel? Da. Oh, ich habe schon zwei davon. Was ist das denn? Asche eines durchtränkten Ritters. Ach, ich habe einen Steinhändler und einen Steinschmied. Eine kleine Steinfigur. Ach, da kann ich einen Schmied dann kriegen. Asche des durchtränkten Händlers. Seine Aufgabe war es, die Festung, die als verwesendes Festmal bekannt wurde, zu verteidigen. Ach so, das ist der, den wir gerade besiegt haben. Wann und wie die Festung zu einem verfluchten Ort voller Monster geworden ist, bleibt ein Mysterium. Kann als Transmutationsmaterial verwendet werden oder bei einem Leiter eingetauscht werden. Oh, eines verrotteten Wandlers. Bewohner der Inselbewohner. Der Geruch des Ozeans wird vom Wind getragen und brannte sich für immer in dieses faulige Fleisch ein. Kann als Transmutationsmaterial verwendet werden oder bei einem Leiter eingetauscht. Okay. Müssen wir mal gucken, was es damit noch so wirklich auf sich hat. Hier komme ich immer noch nicht durch. So, hier war doch der Schrein, ne? Ja. So, kann ich jetzt leveln? Aufstieg zu Stufe 4, 5, 6. Ja komm, dann machen wir gleich Stufe 6 hier. Keine Ahnung, was man da eigentlich... Also, und dann hätte ich halt noch den Baum der Fähigkeiten. Ich habe 3 Trankbeutel. Okay, das heißt, ich kann ein bisschen was skillen jetzt. So ist es die Frage, in welche Richtung ich überhaupt skillen will. Ich meine, es ist eine riesige Menge. Was ist das denn? Klasse 1 für Schwert. Ermöglicht Führen von Stufe 1 Schwertern. Das müsste ich doch schon haben, oder? Was habe ich denn jetzt hier alles? Und oder nee, habe ich das noch nicht? Warum ist denn das golden? Fähigkeit entfernen? Was heißt denn Fähigkeit entfernen? Das ist alles wieder mal nicht so richtig erklärt, ne? Ermöglicht Führen von Stufe 1 Schwertern. Erhält einen Punkt Stärke. Verbessert Angriffe von Waffen. Stufe 1 Berserker. Ich nehme das mal. Achso, das habe ich wirklich schon, oder wie? Trankbeutel erhält einen zusätzlichen Heiltrank. Stufe 1 Assassine. Muss ich irgendwo anfangen, ist die Frage, oder darf ich theoretisch überall anfangen? Weil das hier sieht nicht so aus, könnte ich das hier auch theoretisch freischalten einfach. Das hier scheine ich ja schon zu haben, das was gelb ist jetzt. Schwere Rüstung. Vermutlich, weil ich den Ritter am Anfang genommen habe, kann ich mir nur vorstellen. Das ist nochmal ein Trankbeutel. Okay. Nee, das ist ein Verteidiger. Okay, ermöglicht Tragen von Stufe. Aber das habe ich doch auch schon. Festigung der Stärke. Ich müsste gucken, wo ich vielleicht hin will, ist die Frage, ne? Das wäre halt die große Preisfrage. Wo will ich denn eigentlich am Ende hin? Ich habe halt mega viele Skills hier. Die Frage wäre zum Beispiel, wo will ich denn am Ende hin? Ich würde schon was mit Schwert am Ende machen wollen.
Großwaffen, Großhämmer und Großäxte. Frage ist bloß, wo gibt's denn hier was mit Schwertern am Ende? Das ist Geschick, Jäger, Peitschen kann man hier dann führen. Es muss doch irgendwo... Klasse 3 Schwertkämpfer ist hier schon mal, okay. Das ist Klasse 3 Schwertkämpfer. Das ist Stufe 4 Assassine. Das ist Klasse 4 Schwertkämpfer. Ach, da ist Klasse 5. Das heißt, also von meinem Spielstil will ich irgendwie nach da oben. Jetzt ist halt die Frage, darf ich da einfach so nach oben? Also könnte ich jetzt theoretisch auch einfach hier was freischalten? Nee, okay, das geht schon mal nicht. Das heißt, ich kann wahrscheinlich die freischalten, die jetzt hier lila sind. Ich vermute mal... Ah, okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Die beiden habe ich aufgrund meiner Fähigkeit oder dadurch, dass ich Ritter bin, wenn ich da mal raufkommen würde. Ich komme da gerade nicht so richtig rauf. Es ist gerade nicht so einfach. So, hier. Schwere Rüstung und Schwertkämpfer habe ich, weil ich Ritter gewählt habe. Und von den Fähigkeiten ausgehend, die man hat, kann man die nächsten Fähigkeiten freischalten. Das heißt... Ich kann nur die freischalten, die mit den Fähigkeiten verbunden sind, die ich habe. So, wenn ich am Ende will ich hier irgendwie hin. Das heißt, ich will wahrscheinlich darüber, über den Klasse 2 Schwertkämpfer. Das heißt, ich will entweder hier rechts lang oder ich gehe hier links lang. Hier wäre Assassine. Das wäre an sich auch ganz cool. Aber ich habe doch schon ein Schild. Warum brauche ich das denn? Warum muss ich das denn wiederum skillen? Das ist etwas, was ich nicht... Also Pikenier will ich ehrlich gesagt nicht. Hämmer und Äxte brauche ich ehrlich gesagt auch nicht. Hier haben wir einfach nur reine Stärke. Schwere Rüstung. Das wäre natürlich was, was sinnvoll wäre. Hier gibt es auch noch jedes Mal noch eine Beschreibung dazu. Vaskas Schild war aus dorianischem Metall gefertigt. Es gibt uns auch Willenskraft dazu. Jetzt ist die Frage, Willenskraft bestimmt eure maximale Ausdauer. Vaskas Schild war aus dorianischem Metall gefertigt und einem glänzenden Wappen verziert. Defernamanie 1 zu 16. Bin überlegen, ob ich jetzt das Schwert nehme. Da kriege ich dann mehr Willenskraft, mehr Stärke, mehr Willenskraft, mehr Stärke. Das ist alles irgendwie nicht so ganz so spannend, muss ich mal sagen. Das ist einfach nur Assassine. Das sind leichte Rüstungen. Ich verstehe nicht ganz, was damit gemeint ist, tatsächlich hier mit dem ermöglicht Tragen von schweren Rüstungen. Weil ich kann ja schon schwere Rüstungen tragen. Ich kann ja auch schon Schilde. Ich nehme jetzt einfach mal das. Und guck mal, was passiert. So, jetzt kann ich theoretisch das freischalten. Mehr Wille. Wir können noch ein bisschen Stärke freischalten, theoretisch. Hier könnte ich noch einen zusätzlichen Heiltrank haben dann. Nehmen wir einfach mal das und nehmen wir den Heiltrank mit. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Okay. Aber was ist eigentlich Fähigkeit entfernen? Das habe ich auch noch nicht so ganz gerafft. Wir haben jetzt mehr Willenskraft auf jeden Fall. So, Opfergaben sind wahrscheinlich genau die Händler und die Schmiede. Ich gebe mal beide ab und jetzt kommen die Typen an. Okay. Grüße, Reisende. Möchtest du dir sehen, was ich verkaufe? In meinem Heimatland Tenibia habe ich viele Kriege gesehen, aber hier gibt es keine, lediglich eine erdrückende Stille. Okay. Bei ihm kann ich kaufen und verkaufen. Ich kann Rotscheiben kaufen, Lichtgefäß. Ach so, da kann ich noch mehr von diesen Teilen freischalten, oder wie dann? Fackeln, gesegnete Seite, die Seite eines gesegneten Buches, die Stärke tausender Wunder durchdringt sie immer noch spielerisch. Umwickelt eure Waffe damit, um euren Schaden, Angriffen, heiligen Schaden zu verleihen. Kostet 500 Gold, Alter. Okay, der handelt mit Gold. Die handeln nicht mit Salz, die handeln mit Gold. Gegengift, Glocke der Rückkehr. Ach so, stimmt, die hätte ich ja auch mal benutzen können. Ich will mal gucken, was der Schmied machen kann tatsächlich. Brauchst du was geschmiedet? Ich habe keine Ahnung, wie ich auf diese Insel gekommen bin. Alles, was ich kann, ist schmieden und das werde ich tun. Okay, aufrüsten. Wie sieht's denn mit meinem Schwert aus? Kann ich aufrüsten? Wie viel kostet das? Das kostet jetzt wiederum Salz, aber ich brauche eine Haarlocke. Okay. Ich brauche eine Haarlocke? Okay, und wie sieht's mit Rüstung aus, so theoretisch? Plattenpanzer? Okay, ich brauche Haarlocken. Wahrscheinlich verkauft er die? Der verkauft auf jeden Fall. Das Kurzschwert habe ich ja schon. Eine Armbrust und eine Steinschlosspistole. Kann ich nicht nutzen. Das ist Klasse 0 Schild. Beides. Baumwolltunika. Okay. Ich müsste mal ganz kurz gucken. Okay.
Ich brauche Haarlocken. Ich würde mal ganz kurz interessieren, was ist das denn? Ist das ein Klasse 0 Schild oder... Steht da nicht. Weil ich habe jetzt extra geskillt, eigentlich Schilder zu benutzen. Kann ich jetzt eigentlich auch... Ne, da habe ich immer noch die Fat Roll. Wonach wird denn das bestimmt? Steht das da vielleicht? Nach Willenskraft oder nach Ausdauer? Willenskraft bestimmt ja angeblich, wie viel Ausdauer ich habe. Aber es gibt auch nochmal Ausdauer. Na, gucken wir mal. Kriegen wir schon irgendwie alles hin. So, wir gucken mal hier weiter. Ich laufe jetzt einfach mal an denen vorbei, ganz ehrlich. Sollen die mich mal locken, ganz ehrlich hier. Lasset mich vorbei. Das war falsch. Ah, cool. Ich kann auch einfach an dem vorbeirennen an vielen Stellen. Okay, hier war ich noch nicht. Ich muss, glaube ich, noch weiter hoch, ne? Das war nicht so clever. Das war erst recht nicht so clever. Mann. Mann, ich habe keinen Bock auf euch alle. Ich will eigentlich nur wieder dahin, wo ich... So, jetzt gibt's Gold auf jeden Fall. War das hier? Toll, danke. Na toll. Muss ich jetzt echt den ganzen Weg nochmal außen rumlaufen? Das ist ja überhaupt nicht sinnlos. Ich dachte, es ist extra ein Shortcut. Dass ich halt den ganzen Weg nicht nochmal rumlaufen muss. Hier war ich noch gar nicht, kann das sein? Oh cool, ich treffe den da oben ja sogar. Ich meine, es ist schon recht verwinkelt hier alles. Man findet natürlich... Ach Gott, ihr wieder. Gut, mehr Gold. Gold kann ich immer gebrauchen. Ich glaube, ich bin... Was ist das da drüben denn? Okay, ich kann mich nicht da einfach festhalten. Ich kann mal das mitnehmen. Ein Steinkleriker. Okay, dann kann ich jetzt theoretisch auch den Kleriker freischalten. Theoretisch. Geht mir mal nicht so auf den Sack, Freunde. Oh, eines verrotteten Wandlers. Keine Ahnung, was man mit denen anfangen kann. Werden wir, denke ich, sehen noch. So. Ich kann mal theoretisch hier. Da oben ist auf jeden Fall noch was zum Mitnehmen. Aber keine Ahnung, wie ich da hinkomme. So, die Frage ist, komme ich da drüben irgendwo hin? Irgendwie hin? Ich kann hier theoretisch runterspringen. Ich weiß nicht, wie viel Fallschaden es so gibt. Das ist so das Problem. Oh, gar keinen, wenn ich das so mache. Aber das Ding bringt mir auch überhaupt nichts. Gut. Sehr gut. So, und hier kann ich theoretisch nach da oben. Und hier wieder raus. Okay, hier waren wir auf jeden Fall schon mal, das weiß ich. Daneben. Eine Rotscherbe, die kann man immer gebrauchen. So, jetzt bin ich wieder bei meinem Bonfire quasi. Da kann ich nochmal aktivieren, weil ich müsste ja jetzt einen Trank mehr haben, genau. Das heißt, ich habe jetzt mehr gesegnete Wasser. Und jetzt wollen wir nicht nach oben, sondern nach unten. Da hatte ich ja jetzt eigentlich was freigeschaltet, aber irgendwie habe ich, glaube ich, einfach den Weg übersehen, den ich eigentlich gehen musste dafür. Also jetzt erstmal auch nicht so wild. Ja, genau, hier hätte ich eigentlich irgendwo... Ah, das Ding ist eingestürzt. Genau, das war das Problem. So, Festungsschlüssel dafür benutzt. Oh, wer bist du denn? Tach. Grüße, Reisender. Hast du einen Auftrag? Ja, ich muss eine Prinzessin retten. Die Rettung einer Prinzessin, Ich habe noch keine Prinzessin gesehen, aber verlier nicht die Hoffnung, Freund. Wie auch immer, es ist gut, ein Ziel vor Augen zu haben. Willst du von meinem wissen? Ja, komm, erzähl schon. Ausgezeichnet. Meine Aufgabe ist es, die Burg im Osten zu stürmen, ihre Wächter zu überwältigen und den Drachen zu töten. Na, ganz großes Kino. Schlösser müssen gestürmt und Drachen getötet werden, nicht? Ja, wow. In das Schloss zu kommen ist eine ganz andere Sache. Es gibt eine Brücke, aber ihr fehlen Stücke. I'm in quite the pickle. Oh, eine schwarze Perle, sehr schön. Da kann ich wieder einmal leveln. Holzfäller-Axt, Stoffhosen, Baumtunika. Komme ich irgendwie da runter? Muss ich irgendwie von innen kommen, glaube ich. Irgendwie muss ich da innen rein. Ich weiß nicht, ich glaube, ich gehe mal oben lang gerade. Und hepp. Was haben wir hier? Ach, das ist eine Nachricht, ne? Fallen lassen. Ja, okay, das wusste ich. Habe ich schon langsam hingekriegt, Freunde. Mistgabel und Beutel voll Salz. Mistgabel, die gefährlichste aller Waffen. Die ein gewisser Hexer kennengelernt hat. Ah, hier kann ich vielleicht dann oben raus gleich. Ach Gott, nein, ich eh schon wieder.
Was ist denn das hier? Ich habe keinen Schimmer. Vielleicht kann man die auch vor Fackeln zurückschrecken lassen. So, da kann ich auf jeden Fall wieder was aufmachen. Ganz interessant. So, erstmal mitnehmen. Ah, ein Bogen. Ich weiß nicht, ob kann ich einen Bogen überhaupt benutzen? Da bin ich mir jetzt nämlich nicht ganz so sicher. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Toll. Jetzt habe ich den Shortcut dafür freigeschaltet. Alles klar. Mal weiter hinunter. Und hep. I've got it. Das sind nur irgendwelche Hinweise. So, ich mach mal eine Fackel an hier. What the fuck bist du? Ich glaube, ich ziehe mich mal ein bisschen zurück. Ah, da unten sehe ich auch, wie lange die Fackel noch hält. Kann ich nicht hier hoch? Doch. Keine Ahnung, ob ich dem Vieh schon begegnen sollte. Wer bist du denn? Hallo, Freund. Schmuckstücke für Münze, Schmuck zu verkaufen. Okay. Freund, ich bin so glücklich, dass du gekommen bist. Ich habe Dinge gesammelt, Schmuckstücke, Schmuck und so. Schmuckstücke für Gold ist, was ich habe, Schmuck für Münze. Okay. Was hat er denn so? Oh, eine Haarlocke. Für 500 Gold. Und ein endloser Reißzahn. Die Erinnerung eines Soldaten an eine verstorbene Geliebte. Es hält das Versprechen einer zukünftigen Wiedervereinigung in sich. Die Erinnerung dieses Gegenstands könnte von einem Schmied genutzt werden, um die Ausrüstung zu verbessern. Ein Reißzahn zurückgelassen von einem erschlagenen Biest, dessen Lebensdauer noch weiter zurückreichen muss als die seines Besitzers. Okay. Befleckte Seite. Eine Seite aus einem unheiligen Wälzer, befleckt von wandelnder Dunkelheit. Umwickelt eure Waffe damit in... Damit, um euren Angriffen Arkanschaden zu verleihen. Achso, das ist wie mit dem heiligen Schaden. Bettlersachen und durchtränkte Stahlhandschuhe. Aber da, da brauchen wir schwere Rüstung, um die anzuziehen. Interessant, okay. Die ist halt insgesamt ein bisschen besser, kostet aber recht viel. Ich überlege, ob ich mir die Haarlocke kaufe. Geht's denn hier unten lang? Achso. Nicht weiter. Gibt es eigentlich auch eine Möglichkeit zu sprinten? Nicht, dass ich wüsste. Ich habe es, glaube ich, aber auch nirgends gelesen. So, die Frage ist, wie ich jetzt da rüben weiter, wo dieser komische Typ ist. Wir hatten die Brücke wieder aufgebaut. Das ist ja richtig Platforming hier. I don't know if I want that. Hat er keinen Bock auf mich anzugreifen, weil ich eine Fackel habe? Das wäre irgendwie cool. Ich weiß nicht, ob ich so weit runtergehen sollte. Das erscheint mir nicht ganz clever. Ich kann auf jeden Fall die Tür schon öffnen. Dorf des Lächelns. Ja, das sieht... Wow! Das war eine Falle, würde ich sagen. Ich muss aufpassen, okay. Das sind richtig fette Ritter. Okay, Freundchen. Okay, okay, der kriegt nicht viel Schaden, der Typ. Ich weiß nicht, ob ich das machen sollte. Ich sehe nichts. Also, ganz ehrlich, das ist manchmal nicht so ganz clever hier. Mit den Übergängen. Okay, ich glaube, der Ritter da unten ist ein bisschen schwer. Der kriegt nur 3 Schaden von einem Angriff von mir. Keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist. Ich könnte einfach erstmal da drüben weiter. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich überhaupt lang soll. Ich soll eine Prinzessin retten. Wo soll ich denn hier eine Prinzessin finden? Hier gibt es auf jeden Fall noch was zum Öffnen. Ein rufendes Horn und ein Steinführer. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Okay. Alles klar. Wir können ja mal ganz kurz die Steinsachen hier einsetzen und mal gucken. Ich kann auf jeden Fall noch eine Fähigkeit freischalten. Ich könnte mehr Stärke holen. Oder, was ist das denn da eigentlich, dieses Pferd? Ach, ich will aufs Pferd. erhaltet einen Punkt Ausdauer. Ausdauer bestimmt die Traglast. Okay. Alles klar. Ich überlege, ob ich zu der schweren Rüstung rübergehe. Ich brauche dann zwar eh irgendwann Traglast. Muss ich mal schauen. Muss ich mal tatsächlich schauen. Ach, das sind die Kleriker da unten. Das ist der Klerikerweg. Ich glaube, wir nehmen einfach einmal Stärke. Dann machen wir mehr Schaden. Vermute ich mal. Ich weiß gar nicht. Ich habe noch gar nicht geguckt. Steht denn, womit mein Schwert skaliert?
Irgendwie fehlen mir noch so ein paar Infos zu manchen Sachen hier. Hier steht halt, ah, da ist eine Info. Stärke, Skalierung, E, Geschicks. Was, das skaliert mehr mit Geschick als mit Stärke? Okay, ich brauche dringend ein anderes Schwert. Ich habe hier einen Soldatenspeer noch. Ich meine, ich bin ja eher der Schwerttyp. Nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Aber der macht mehr Schaden, ist genauso schwer. Keine Ahnung. Ich glaube fast, dass der ein bisschen sinnvoller ist. Scheiß auf das dumme Schwert, ganz ehrlich. Das ist immer noch zu heavy dann wahrscheinlich, ja. Aber ganz ehrlich, das Ding macht mehr Schaden. So, ich muss mal ganz kurz gucken, was ist denn dieses Horn, das ich gefunden habe. Und das ist jetzt ein geschnitztes Kriegshorn. Nutzt es, um zu jedem Heiligtum zu reisen, das ein Führer beherbergt. Oh, das kann ich auf jeden Fall schon mal wegnehmen von der Leiste erstmal. Apropos Führer, den können wir gleich noch abgeben. Ich nehme jetzt erstmal den Speer. Ich bin zwar eher ein Schwerttyp, aber der Speer ist halt... Also ganz ehrlich, der Speer ist halt mega viel besser einfach. Also wirklich enorm viel besser. Das hier ist halt in allem schlechter als der Speer. Und hat das gleiche Gewicht. Der macht halt einfach zwei mehr Schaden. Kann ich den Bogen eigentlich anlegen? Ich kann ja den Bogen mal hier auf den Zweitteil legen, obwohl... ich bin noch nicht so ganz sicher, wie ich das mache. Ehrlich zu sein, kann ich ihn... Achso, da kommen Amulette hin. Das sind Amulette. Das ist das Wappenschild. Achso, das ist quasi der zweihändig... Das bedeutet, dass das dann zweihändig geführt wird. Okay, ich muss mir die ganze Sache nochmal ein bisschen angucken. Ich wollte jetzt aber nochmal eine Opfergabe anbieten. Und zwar einmal den Kleriker und einmal den Führer. Gucken wir mal, was die noch so zu erzählen haben. Möchtest du ein anderes Heiligtum besuchen? Ich tue, was ich kann, um Devaras Licht auf dieser dunklen Insel zu verbreiten. Okay. Ach so, hier kann ich von Heiligtum zu Heiligtum dann reisen, alles klar. Was kann der mir... Der kann mir diese Hörner verkaufen. Okay. Und wo ist der Kleriker? Da drüben. Möge Devaras Licht auf euch scheinen. Devaras Licht umfasst alle Dinge, seine Wärme fühlt man sogar in den Schatten. Ich bin ein Leiter für Devaras Licht. Ich bin ihr Gefäß. Alle Kreaturen auf der Erde, die in ihrem Licht baden, mögen die Vergebung erhalten. Okay, hier kann ich Gebete erlernen und so eine Sache nochmal kaufen. Gut, ich würde aber sagen, die Folge ist eh schon recht lang. Wir haben heute einen Boss geschafft und ja, wir werden uns beim nächsten Mal noch ein bisschen weiter umsehen. Wie gesagt, was mir gerade... Ach, warte mal, ich kann mal gucken, kann ich nochmal aufsteigen? Oh, sehr schön. Ich kann auf jeden Fall nochmal aufsteigen, nochmal ein Level. Ich weiß gar nicht, was bringt mir das Aufsteigen eines Levels? Ach, ich kriege einen Trankbeutel, okay. Dann spare ich mal, um vielleicht schwere Rüstung tragen zu können. Ich weiß noch nicht. Ich brauche halt erstmal Zähigkeit, glaube ich, um mehr Ausdauer zu kriegen. Glaube ich, das nehme ich erstmal. Dann kann ich jetzt vielleicht auch mit dem Schild schon fast rollen. Nee, immer noch nicht. Na gut, müssen wir mal gucken. Wie gesagt, ich würde sagen, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ich guck mal, ob ich die Ausrüstung noch ein bisschen umsetze, aber wir sehen das beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.